Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man in der Steinzeit. Wir haben den Winter überlebt, auch ohne diese tollen Anzüge. Ne? Es geht auch mit dem Sommeroutfit. Hält nicht so lange warm, aber es klappt. Natürlich sind die Hautoutfits besser. Aber wir sind jetzt bald dabei. Vielleicht können wir irgendwann Tiere domestizieren. Und dann gibt es vielleicht Wolle. Oder halt Flachs abbauen. Aber Flachs ist halt, dauert noch ein bisschen. Dann doch eher Wolle. So, und wir können natürlich jetzt pflanzen. Wir könnten jetzt Emma anpflanzen. Okay. Klicken und halten, um Feld zu platzieren. Ah, okay. Aber ich möchte kein Emma. Ich möchte... Was ist denn Einkorn? Wir bauen an Gerste. Wir bauen an Emma. Hier, viermal Emma. Zack. Und dann bauen wir noch an... Einkorn. Geht da nicht? Hier noch viermal Einkorn. Und Roggen haben wir nicht. Gerste, Einkorn. Gerste ist eigentlich Bier. Ja, wir machen erstmal jetzt die vier. Das ist ja ein bisschen was. Wir können noch ein bisschen mehr Hämmer machen, theoretisch. Pflanzen wir noch woanders an, dass wir nicht nur an einer Stelle haben, wegen Monokulturen und so. Zack. Damit haben wir wieder ein bisschen mehr Nahrung für den Winter. Wir haben Ruhe heute. Okay, dann machen wir noch mit einmal wenigstens noch mal davon. Leder. Könnten noch was jagen oder... Ja, noch, wir müssten was jagen. Oder wir fangen jetzt an mit den Tieren... domestizieren. Weben, da werden wir bestimmt Wolle brauchen. Hier können wir einen Brunnen kramen, das wäre nicht schlecht. Natürlich wäre Verteidigung auch nicht schlecht langsam, ne? Weil jetzt können ja Gegner angreifen, theoretisch. Aber wir haben halt nicht genug Forschungspunkte, das ist das Problem. Wir können Hunde domestizieren, das könnten wir erforschen. Oder Hülsenfrüchte, aber wir machen mal jetzt, fangen an mit den Domestizieren. Wie mache ich das? Wo mache ich das und warum? Pflanzen. Muss ich da irgendwas bauen für die? Nee. Kein Stall oder so? Nö, nö, nö. Produktion, das war ja das. Spirituell? Nee. Theoretisch ist der Hund ja ein Wolf, ne? Muss ich einen Wolf finden. Schauen wir mal durch, ob wir irgendwo einen Wolf sehen. Aber da brauche ich dann auch Futter. So, hier ist nichts Wolfstechnisches. Hier sehe ich auch keinen Wolf. Was ist das? Doch, hier ist ein junger Wolf. Den fangen wir mal. Und dann schauen wir mal weiter. Gucken wir gleich mal zu. Ist da auch noch der Mutterwolf irgendwo? Nö. Dann ist hier optimal ein junger Wolf. Den können wir noch trainieren. Ein neuer Mensch wurde geboren, aber wir bräuchten theoretisch ein Männchen und ein Weibchen. Und der Sturm zieht schon wieder auf. Wer holt den jetzt von euch? Oder muss ich noch eine Leine bauen? Gibt's hier Leinen? Ne, gibt's hier nicht. Passt zu weit. Wieder normale Brio. Hier wird angepflanzt. Was ist das hier? Produktlimit für Getreide? Unbegrenzt. Ja, okay. So, gleich wird er hier gefangen, oder? Kommt da jemand? Der geht nach Wolf. Sehr gut. Wir gucken mal zu, wie das funktioniert. Hallo, kleiner Wolf. Komm zu mir. Ich habe Futter für dich. Hm, yummy, yummy, yummy. Komm mit, komm. So ist brav. Ein unserer Einwohner haben keine Werkzeuge. Was fehlt euch denn? Wir haben Speere. Wir haben Feuersteine. Wir haben Äxte. Wir haben alles. Ist alles da. Fangt an, arbeitet. Ja, bis der fertig ist, dann ist er verhungert, oder?
Das ist jetzt also mein Hund. Ein junges Männchen. Okay. Das ist ja nicht schlecht. Das ist cool. Und wo kriegt der Fressen? Das wissen wir noch nicht, ne? Oder nimmt er einfach das Stroh? Aber Hunde fressen doch kein Stroh. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Hund, ne? Ja, kann uns dann vor den Wölfen beschützen. Wo geht der her? Hin? Ist dir wahrscheinlich egal, wohin geht. Hauptsache nicht zur Siedlung. Wir könnten noch Pferde jagen. Haben keine Werkzeuge. Ja, ich weiß doch, aber es ist genug da. Ich kann ja noch mal alles einmal bauen, aber warum? Töte das mal bitte schnell. Das muss weg, das Pferd. Wir haben genug Steine, wir haben genug von allen. Es fehlen halt echt nur die Forschungspunkte. Und das dauert halt echt dann irgendwann ganz schön lang. Also man muss sich hier für das Spiel Zeit nehmen. Hier gibt es nichts auf die Schnelle. Und vor allem kein Pferdefleisch. Los, noch zwei Hits und dann ist es tot. Ich glaube, das kann fliehen. Jupp, ist geflohen. Sehr schön. Weil sie nichts können. Wir haben auch noch Pferde. Oh, wir haben noch einmal rohe Haut. Das heißt, wir machen noch einmal auf jeden Fall davon. Hallo, hier, das, zack. Denn, ne, der nächste Winter kommt und dann haben wir genug Klamotten. Weil Schafe haben wir noch nicht, ich habe noch keine Schafe gesehen. Wie soll ich ein Schafe domestizieren, wenn ich noch keine Schafe gesehen habe? Hm. Oder tauchen die dann einfach irgendwann auf? Hallo, hier sind wir. Otto Hundi, da ist er. Ist er nicht hübsch? Oh, der Kleine hier. Genau, ruhe ich erstmal aus eine Runde. Den geht's gut. Der ist nicht hydriert, der hat eine gute Temperatur, der hat genug Ausdauer. Auch ein Fressen braucht der anscheinend nicht. Okay, der braucht kein Fressen. So, dann haben wir wieder ein Wissen bekommen, aber das reicht noch nicht. Wir können mal gucken, wann es das nächste Wissen gibt. Wolf gibt's fürs... Ah, okay, Tiere. Wir haben Rentiere domestiziert. Aber nein, wir haben einen Hund. 2 von 10, wir haben aber nur 1 domestiziert. Das ist komisch. Feuersteinsichel können wir noch 3 bauen. Und hier können wir noch 3 bauen. Messer und Sicheln und noch eine Hacke. Noch eine Hacke. 3 Sicheln. Und glaube ich 3 Messer. So war es doch, ne? Gehen wir jetzt explizit auf diese Forschungspunkte. Die kommt mit der Zeit. Feuersteine können wir noch ein paar gebrauchen. 12 Stück. Wie sah es da hier aus? Ja, eins haben wir schon. Ne, noch nicht alle. Noch nicht alle. Passt soweit. Können ruhig. Naja, dreimal können ich hacken. Können immer zweimal hacken. 1 pro Stein. 1 pro Stein. Können das nochmal abbauen. Gibt es noch irgendwo Feuersteine so einfach nur rumliegen? Ja, hier gibt es nochmal Feuersteine. Auch hier nochmal ein Sammelgebiet. Hier gibt es viele Feuersteine. Die können ruhig weg. Zack, machen wir das noch ein bisschen höher. Die Felder sind angepflanzt, das passt soweit. Wir können noch welche, es ist Frühling. Wir können noch schnell sagen, okay, wir machen hier nochmal schnell welche, wenn das passt. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Landwirtschaft, das wird ja jetzt nicht Monokultur sein. Wir haben jetzt da mal 4, dort mal 4. Und wieder ein Wissen dazu, da müsste gleich nochmal ein Wissen dazu kommen. Haben wir gerade so geschafft. Einmal frei, läuft bei uns. Sieht man da einen Unterschied? Ein bisschen, ja doch, sieht man. Okay. Der Hundi fühlt sich auch wohl. Kann ich den verkaufen? Kann ich den Hund verkaufen? Nee, kann ich nicht. Schade. Hätte ich auch nicht gemacht. Theoretisch. So, wollen wir uns das kaufen hier, den Untergrundbergbau?
Brauche ich halt echt mehr von den Werkzeugen. Da könnte ich mir das theoretisch leisten. Weil der Rest ist nichts wert. Also ich muss mehr von denen auf jeden Fall bauen. Mach mal alles noch einmal und dann alles nochmal. So. Gibt auch Wissenspunkte. Einmal frei, was haben wir mehr? Jetzt könnten wir dann bei Ziegen domestizieren. Gibt es ja auch Ziegenmilch theoretisch um Fleisch und Leder dann. Einmal frei. Aber ob es eine Bestallung gibt, das frage ich mich, weil das wäre nicht schlecht. Sind das jetzt zwei Hunde? Junger Hund? Hund? Warum haben wir jetzt zwei Hunde? Hallo? Dich habe ich nicht angelockt. Na gut, dann ist es so, haben wir zwei Hündchen. Oder sind jetzt schon drei? Hi. Vermehrt ihr euch? Ne, zwei. Zwei Hundis, das ist okay. Männchen und Weibchen? Weibchen und... Ah, okay. Vielleicht ist es automatisch, dass man dann das Männchen dazu bekommt. Ist okay, können wir so lassen. So, hier vierfach Speed. Nahrung, oh, die geht ja gerade richtig runter. Warum gehen die gerade so richtig runter? Sammelt ihr auch alles bärentechnisch ein hier? Ich brauche viele Bären. Denn Bären sind bärenstark. Hier sammeln. Noch ein Arbeitsgebiet hier mit sammeln. Ja, hier wäre noch... Ne, das ist das alles. Brauche ich nicht. Hier macht er ja schon. Hier könnte man nochmal... Hier können wir nochmal größer machen, theoretisch. Hier sammelt ihr nochmal alles bitte ab. So, und dann so, zack. Das Arbeitsgebiet ist erschöpft. Hier haben wir noch so viel Stein, das ist ja echt Wahnsinn. Ach, die Feuersteine sind ja schon alle. What? Habt ihr ja gute Arbeit geleistet, ne? Und alle hier irgendwo in den Häuser gepackt, oder wie? Ja, na klar, war logisch. Wir haben dafür Lagerstätten. Und dann möchte das auch bitte rein. Sonst wäre ich hier noch zum Meuchelmörderer. Ich habe hier nicht Lust, jedes Mal eure Häuser durchzugucken, was ihr hier mit nach Hause klaut, ne? Das fällt aus. So, Fisch haben wir noch ein bisschen. Wir könnten aber echt mal wieder ein bisschen angeln, ne? Es wäre nicht schlecht, wenn jemand angeln würde. Aber wir können da nicht mehr angeln. Das heißt, wir machen noch ein Fischgebiet. Das kann auch ein bisschen größer sein. Nicht kleiner, größer. Hat man jetzt das schon mit? Hat man schon mit, okay. Aufgabenbereich, Fische. Zack, 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 zack. So. Und noch ein neuer Mensch. Wie soll ich die alle ernähren? Wie soll ich die alle ernähren, ey? Oh Mann, oh Mann. Zwei Hunde. Ich hätte jetzt schon wieder Angst. Nee, drei Hunde? Hallo? Das möchte ich nicht. Hunde? Hunde. Warum? Warum sind es jetzt drei? Erwachsenes Weibchen, junges Männchen, junges Weibchen. Ne, wir warten mal noch. Wir können sie dann... Können es jetzt theoretisch einfach töten, ne? Wir haben ja Nachwuchs. Der arme Hund. Und es gibt Fleisch. Ja, okay, das ist schon makaber. Aber das hat man nicht früher alles gegessen, ne? Und wir brauchen Leder. Wir müssen was jagen. Es hilft alles nichts. Hier jagen bitte. Gibt es hier nichts noch zum Jagen, irgendwas? Scheint nicht so.
Hier wird schön abgeerntet, das ist sehr gut. Da wurde schon abgeerntet. Hier, das können wir noch mitnehmen. Und das, wir brauchen Brot ohne Ende. Brot für die Welt. Brot für meine Siedlung. Ja, noch mache ich es ja händisch. Nächstes Mal mache ich noch ein paar mehr Felder und dann passt das. Aber ich brauche noch mehr Tiere zum Töten. Ein Bär. Den töte ich. Die schafft doch nie allein den Esel. So, wie viel gehen jetzt zu den Bären? Gehen da wenigstens ein paar hin? Drei Stück, okay, zum Bären, das passt. Sollten wir den Bär haben und dann müsste das für den auch gewesen sein. Aber wir können jetzt die Ziegen. Wir müssen dann nur Ziegen finden. Was sind denn hier? Die sind noch Ziegen, ne? Ne, das ist Steinbock. Schade. Seid ihr Ziegen? Nö, Mufflon. Oder kann ich nur die Jungen? Die Jungen kann ich... Ah ne, das sind Schafe. Das sind Schafe, okay. Dann müsst ihr ja Ziegen sein. Ja, ihr seid Ziegen. Hallo, kleines Tierchen. Ich hätte dich gern eingefangen, danke. Und dann haben wir nämlich Ziegen. Und das heißt, wir haben dann wieder genug davon. Weil die im Winter, ne, die halten auch nicht warm. Rohhäute 2 Stück. Das heißt, wir können wieder 2 Gebäude reparieren. Wenn das reicht, wir können wir unserer... Kann ich jetzt was für die Tiere bauen? So eine Einzäunung? Nee, 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 kann ich nicht. Brunnen. Eine Feuersteinmine, ein Weber, ein Ausstatter, eine Werkstatt, eine Brauerei, eine Wassermühle, ein Ofen. Eine Lagerhütte, ein Getreidespeicher, ein Lagerhaus. Auch mal so eine Tierunterkunft, so ein, zum Einfärchen. Gibt's nicht, oder wie? Und was fressen die Ziegen? Und habe ich die Ziege jetzt bekommen oder nicht? Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Hallo, Ziege? Hund? Hund? Und Ziege sehe ich nicht. Da hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Das ist natürlich doof. Wo haben wir denn noch jetzt Ziegen? Hier. Einfangen. Einfangen. Wir gucken mal jetzt zu. Das muss doch gehen. Nicht genügend Platz in unseren Ställen. Landwirtschaftserlaubnis hier nach Feldfrüchte. Genau, genau, genau. Und wo sind jetzt Ställe? Pflanzen, Arbeitsgebiete, bauen. Zurück, bauen. Wohnhäuser, Zelt, Hütte, Ställe. Ich habe noch keine Ställe. Da brauche ich das noch. Das hätten sie mir mal eher sagen müssen. Okay, also brauche ich für die Ziegen natürlich noch diese Schilfdachdeckerei. Und dann kann ich Ziegenställe bauen. Ihr bietet mir die Schleuder an für 100. Da bin ich fast geneigt, das anzunehmen für 100. Es kostet natürlich wieder mehr als 100, ne? 100 war ja klar, 130. Was soll der Geiz? Hier, los, komm, nimm das Zeug. Ich brauch's nicht. Zack, weg damit. Weil das ist, finde ich, okay, ne? Für die Forschung, da brauchst du auch die Punkte, das kostet viel Zeit und Geld.
Ja, okay, ich kann die Tiere nicht domestizieren, weil ich habe keine Ställe. Okay, weiß ich Bescheid. So, gespeichert. Das heißt auch trotzdem, wir brauchen noch mehr Tiere. Also mehr Leder zum Töten. Und so. Nee, euch kriege ich eh nicht. Ihr seid zu schnell. Hier ist nichts. Aber die Tiere machen sich echt langsam rar hier bei uns. Denn die wissen, was Sache ist. Die wissen, okay, da ist ein Grüppchen, das hat Hunger. Ne, ich sehe keine Tiere mehr weit und breit. Ja, vielleicht kommen noch mal welche irgendwann. Ach, schon wieder falsch. Da, Uransicht. Vier Gebäude müssen repariert werden. Wir haben eine getrocknete Haut. Eins wird gerade repariert. Noch eins müsste repariert werden. Klamotten reichen geradezu für 26 Leute. Passt. Aber wir brauchen unbedingt das. Mehl haben wir noch. Hier wird gemahlen ohne Ende. Wir könnten noch eine Mörser gebrauchen. Nein, nicht das. Sondern einen Mörser. Für Brot. Da. Nicht genügend Platz für unsere Tiere. Ach, die habe ich jetzt wohl schon. Ist es jetzt schon meine? Das wäre schlecht. Das wollte ich dann nicht. Ja, ich habe jetzt hier schon einen Hund, noch eine Ziege, ein Hündchen. Oh, was Schönes, noch eine Ziege. Die braucht Milch. Ah, die kann Milch abgeben. Ah, cool. Können ja meine Leutchen Milch trinken, das ist doch richtig schick. Aber ich würde sagen, mit den Ställen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge dann. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.